Und weiter geht's. Ich sehe mir immer gerne die Gegenden von Spielen an. Vielleicht soll ich das hier nicht auf die Spitze treiben. Also, nicht, dass fünf Let's Plays sind und wir sind 10 Meter weiter gekommen. Aber ich finde, das gefällt mir doch alles sehr gut. See the Fire. Da ist das Sieg. Kann sich ja nur um die Fireflies handeln. Ich habe heute übrigens Mad Max geguckt. Also den von 2015, Fury Road. Ich halte von dem Film wirklich nicht viel. Das ist wieder ganz viele Tricks. Das ist ja, wir fahren hin. Dann ist nicht das Erhoffte. Wir fahren zurück. Und zwischendurch werden die, ja, kümmert man sich um die Bösen. Für mich war der Film nichts. Ich bemerke, dass, Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Dass die größten Tricktechniken schlechte Filme einfach nicht ausgleichen können. Das ist ja genau wie im Spiel. Wenn ich jetzt die wahnsinnig gute Grafik habe und das Spiel ist einfach schlecht, dann bringt mir das nichts. Meinetwegen, wenn das Spiel total unfair ist und unfassbar schwer und man geht dauernd kaputt und wird dauernd unfassbare Ladezeiten, dann wäre die Story noch Schrott. Besten die Synchro noch Schrott. Dann würde einer auch die beste Grafik nichts bringen. Kann man vielleicht ein paar Bildschirmfotos machen und darauf hoffen, dass kommende Spiele mal ein bisschen besser sind. Die Soldaten hier, die sorgen für Ordnung. Oder sagen wir mal eher so. Die Gesellschaft klammert sich noch an dem, was sie noch hat. Solange wie sie noch was hat, wo sich, ja. Was sich zu verteidigen lohnt. Anarchie. Gehen das hier rein oder gehen das rein? Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Je mehr die sich wegschleichen. Hey Joe. Wie hieß es in. War es in Jurassic Park? Hallo. Weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt mitten in der Nacht. Sie sagen, sie ist ein Firefly. Ist das zu glauben? Sprich bloß nicht so laut über die Fireflies. Man weiß nie, wer einen heimlich belauscht. Ja. Ja, da hast du wohl recht. Ja. Ich hab gehört, sie haben sich zur Schau gestellt und Vergeltung oder so. Wenn wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren, passiert uns das auch. Das wird hier nie passieren. Ich hab uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keine. Da fährt ein Laster durch. Bleib einfach cool. Das Erstaunliche finde ich daran, dass die Stadt. Das habe ich schon oft bei so Spielen bemerkt. Anstatt die alle an einem Strang ziehen. Und sich gegenseitig unterstützen. Da fallen die sich gegenseitig in den Rücken. Das sieht auch klasse aus. Das ist ja eine Remastered-Version von der PlayStation 3-Version. Das hatte ich nie für die PlayStation 3. Ich hatte mir sofort die PS4-Version geholt. Was glaubst du? Das mag ich. Schöne. Das ist jetzt. Ja. Es existieren kann. Obwohl, wenn man so durch Pfützen durchläuft, dann sieht man sich auch nicht. Ja. Man kann vielleicht einfach nicht tief genug gucken. Weiter geht's. Schöne Fahne. Jetzt von den Effekten her. Das könnte eine russische Fahne sein oder eine polnische. So vom Design her. Was haben wir hier? Ein Generator. Das sieht ein bisschen aus wie die Checkpoints bei. Muss ich mal kurz gucken, wie er hieß. Infamous. Auch so ein bisschen Infamous-Style. Die Checkpoints. Deine Lampe auch. Die Grafik ist wirklich ganz klasse hier. Da habe ich schon sehr viel Schlechteres gesehen. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. L1, du drückst für den Sprint. L1. Ach, meine Güte, meine Güte. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. Die Spieler haben ja alle andere Tasten für schnell laufen. Bei den einen drückt man Dreieck, bei den einen. Verarzte dich, okay? Naja.
Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Ja, bedeutet vielleicht, wenn man von lauter Gegnern umringt ist, sollte man das nicht machen. Rüste das Medikit mit Digitalpad rauf aus. Und halte R2 gedrückt, um zu verbinden. X drücken, um fortzufahren. Hier die Briefkästen. Ach, die wollen noch was von mir. Ach, ich soll das jetzt machen. Damit man das verinnerlicht. Also Digipad drauf und R2. Hinter der Mauer? Ein schönes Spiel. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Naja. Das erinnert mich ein bisschen an Half-Life 2. Das kann aber auch sein, dass die Türsperren in Wirklichkeit so aussehen. Da, ich meine, die sahen da auch so aus. Achso, L. Ach, da geht nur normal. Auch hier die Wände und so, das ist doch alles sehr schön geworden. Hier auch wieder so eine Sperre. US Army. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Plastikstuhl. Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Sehr schöne Grafik. Was wollen die Fireflies denn von Robert? Ich finde, Grafik ist ja nicht alles, aber... Tja, was hast du ihr gesagt? Sobald man sich an gewissen grafischen Standard gewöhnt hat... Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Will man doch nicht zu viele Schritte zurück machen. Ich denke mit Gruseln noch an... die Plattengrafik von manchen Spielen zurück. Ja, ja. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. We do what we can. Wo ganze Wälder quasi ja nur als einzige Platte dargestellt wurden. Grafik ist nicht alles, aber auch nicht nichts. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Der Joel muss erstmal die Schachstellung begucken, hier, wie das hier steht. Weißer Eck fällt rechts, da müsste das ja normalerweise so, da müsste man so davor sitzen. Weiß steht im Schach. Warte mal genauer hingucken. Das müsste doch der Läufer sein, die beiden Läufer, die schwarzen. Sonst wäre das ja zweimal... Was ist das für eine Schachstellung? Der Bauer ist auf der Grundreihe. Entweder ich verstehe die Stellung nicht. Oder die Leute haben wenig von diesem Spiel verstanden. Das ist auch so eine Mischung aus... Ja, da sind ein paar andere Figuren statt Bauern da. Dann haben sie Pokern gespielt. Sag mal, ist das schon Roy Flash? Oder ist ja eine Karo-Karte dabei. Bei dem anderen sieht man nur zwei. Was haben wir denn da? Bauer. Das ist auch eine Kreuzkarte. Dann ist das einfach nur nichts. 7, 10, König, Bauer. Das ist Müll. Was haben wir da? Noch mehr Karten. Ist das wieder 7, 10, Bauer? Ass, Bauer... Na doch nicht. Ich dachte schon, die Kartenkonstellation wäre an allen Tischen gleich. Der Joel muss erst das Dartboard begucken. Mal schauen, da hat er eine... Ach, ich kann es ja auch nicht alles so genau begucken. Okay, Dreieck. Röhrenglotzen sind hier wohl. Der Fernseher sieht wieder... Ja... Ja, wie soll ich sagen? Sehr mäßig aus. Seid vorsichtig da draußen. Der sticht doch sehr aus der Grafik heraus. Das sieht aus wie diese Attrappen, die in Kaufhäusern, die in Möbelgeschäften. Die haben ja keine echten Fernseher da drin stehen. Bei ihren Demo-Möbeln. So sieht dieser Fernseher aus. Oh Gott, das ist schlimm. Zeigen ja bestimmt, wie die Taschenlampe geht. Meine Güte. Hab ich das alles. War das nicht hier runterdrücken? Generator. Wie ging denn jetzt nochmal die Taschenlampe? Ich dachte, das wäre Stick drücken gewesen.
Erklären die mir das nochmal, wie die geht? Auch das hier sieht sehr schön aus. Hm, jetzt kann man da nicht hoch. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Nachladen R2, während du zielst. Wie zielt man denn? Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ah, so. Und dann ist wohl, je breiter der Kreis ist, je ruhiger man dann wird und besser zielt. Okay. Und dann, wenn man zielt, die Munis alle R2. Hilfst du mir hoch? Natürlich. Wenn eine Frau solche Fragen stellt, dann sollte man natürlich nicht antworten. Das überlege ich mir noch. Wie viel wiegst du? Oder sowas. Ach, das ist ja so eine Multitaste hier. X. Meine Güte, da wiegt doch nichts. Weiter geht's. Geh weiter. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Auch hier wieder. Ist das eine Fangfrage? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich hier noch schon wahnsinnig viel finden kann. Das ist in diesem Spiel ist übrigens auch. Da ist jetzt nicht hier der absolute Looter-Wahnsinn, aber man kann schon ein paar Sachen finden. Eine Musikbox. Die Grafik ist auch sehr, sehr, sehr schön. Lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Sehr, sehr schöne Grafik. Sowas mag ich. Wenn man sich sowas hier ansieht und dann spielt man so Adventure und dann ist das ganze Gras, ist da nur noch eine Tapete auf dem Boden, dann war es das auch schon. Man hatte nicht mittlerweile die PlayStation 4 und immer noch die alte Plattengrafik zu erleben. Da muss ein Spiel schon wirklich sehr ein Lieblingsspiel von mir sein, um das zu machen. Ansonsten sehe ich nur noch die schlechte Grafik. Dann heißt es nur noch schlechte Grafik, miese Grafik. Das ist so. Auch wieder so eine Sperre. Wahrscheinlich damit die Polizei weiß, dass die alles schon durchsucht haben da. Du musst hier ja irgendwo sein. Da vorne. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ich glaube, das ist mein dritter Durchlauf. Ich möchte das eher. Ob ich das jetzt schwierig oder leicht spiele, wem soll ich jetzt damit beweisen, was beweisen, wenn ich das auch schwer spiele? Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles hier wird einem wieder gezeigt, Leiter. Wie das geht, wenn man die Leiter trifft. Auch hier diese ganze Grafik ist doch wirklich wunderschön. Ein Snookertisch. Ich hatte eigentlich einen Snookertisch größer in Erinnerung. Waren die nicht größer oder täuscht das hier so sehr? Das sollen doch eigentlich so riesen Tische sein. Ich habe mal Snooker im Fernsehen öfter gesehen. Also irgendwie kommt mir der Tisch klein vor. Vielleicht ist das auch eine kleine Snooker-Variante. Schlecht einzuschätzen, wie groß so der Tisch ist. Ah, ich verabschiede mich schon mal. Die Zeit enteilt. Daumen hoch, Abo, alles super. Habt Spaß beim Spielen und lasst es euch gut gehen. Tschüss.